Schön, ne? Ja. Ich glaube, du fährst lieber mit einem Pennyboard rum, oder? Ja. Close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Auf geht's nach München! Yay! Okay, ich bin dran. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du, Mama? 8. Ja! Gott. 2, 6, ja. Hä? Okay, wer ist dran? Immer der, der fragt, oder? Ja, aber du bist dran. Ich bin dran? Ja. Ich kann nicht. Du, Lassie? Schaut mal. So sind wir. Die Karte ist irgendwie verloren gegangen und deshalb haben wir einfach eine andere genommen. Wir haben es draufgeschrieben. Okay, Lassie, weiter. Du bist dran. Ich habe jetzt leider verloren. Ich hatte nämlich die 1. Und ja, bin der Verlierer der Nation. Das Spiel haben die Kinder übrigens mal von der Steffi bekommen. Kann ich euch mal zeigen. Und zwar hat es damals die Steffi draufgeschrieben. Das ist jetzt bestimmt schon 6 Jahre her oder so. Ja. Der Lassie war noch im Kindergarten. Kannst du dich noch dran erinnern? Ein bisschen. Ja? Und das Mensch ärgere dich nicht. Das haben wir auch schon ganz viele Jahre. Daran kannst du dich aber erinnern, oder? Ja. Okay, also was wollen wir jetzt machen? Uno Uno? Okay. Jetzt spielen wir das hier. Oh, das ist auch schon ultra alt, das Spiel. Wir sind gerade in Ingolstadt angekommen und spielen jetzt hier mal eine Runde weiter. Ich finde es ja immer so schwierig, ne? So Memory. Ja, oh Gott, ich bin da nicht gut. Aber wir machen mal weiter. Ja. Das hat jetzt gerade der Papa aufgedeckt. Jetzt bin ich dran. Das hatten wir schon. Ja. Und? Was ist? Sun. Guten Morgen, wir sind endlich angekommen in München. Yeah, wir hatten eine total lange Fahrt mit dem Zug. Ihr habt es ja gesehen, aber es war lustig im Zug. Ja, wir haben uns gemacht. Ja, wir haben uns beschäftigt, es war ganz okay. Und jetzt sind wir angekommen in der BMW-Welt. Yay! Und was machen wir hier in der BMW-Welt? Wir holen unser neues Auto ab. Yay! Die Kinder feiern das voll. Also mir ist es ja relativ egal, also so Autos und so, da bin ich nicht so, nicht so die Liebhaberin, aber meine Jungs lieben natürlich Autos. Wir waren hier auch schon mal in der BMW-Welt, als wir ein anderes Auto abgeholt haben. Und ja, meine Kinder haben somit schon gewusst, was auf sie zukommt, denn hier ist eine richtig coole Lounge. Da fährt man hoch in so einem Glasaufzug, da dürfen auch nur die hin, die ein Auto abholen. Ne? Also wir. Also wir durften heute hochfahren und ansonsten, ja, ist unten auch richtig schön. Da drüben ist das BMW-Werk, kann ich euch mal zeigen. Ja, ich glaube, man sieht's. Und wir sind jetzt hier in der BMW-Welt, genau. Und unten ist das Museum, oder? BMW-Museum. Ach, da ist es. Okay, also ihr merkt schon. ich führe euch jetzt hier mal ein bisschen rum, damit ihr das seht, wie es hier oben aussieht in dieser Lounge, falls ihr noch nicht hier wart. Und ansonsten müssen wir uns jetzt sogar ein bisschen beeilen, weil wir dann auch gleich unser Auto abholen müssen, ne? 5 Minuten, oder? Oh, wir haben gleich den Termin. Also ich würde sagen, ich führe euch hier noch kurz rum und dann geht's zum Auto abholen. Also mir ist es ja eh wurscht, wie gesagt. Aber die Kinder freuen sich schon voll. Also, ich würde sagen, los geht's, oder Lassie? Ja. I close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling your heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling your heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out all night.
Hier gibt es noch leckeren Nachtisch. Dann haben wir hier noch Spargelsuppe. Da ist noch Spargel und da sind Weißwürste drin. Da sind auch noch Leckereien. Und hier ist noch Nachtisch. Hier sind auch ganz viele Leckereien. Schaut mal, das war so lecker, das war Obertsbach. Und das ist alles vom Käfer. Voll lecker. Und so sieht das Ganze jetzt aus, was ich mal so für uns geholt habe. Hier die leckere Spargelsuppe, bin ich mal gespannt, wie die schmeckt. Und ja, wir lassen es uns jetzt mal schmecken zusammen. So, mein Mann hat das Auto schon entdeckt, da unten steht's. Und wir laufen jetzt runter. Da ist schon mein Luki. Und da unten stehen die ganzen Autos, die eben jetzt abgeholt werden. Die Männer bekommen jetzt das Auto erklärt. Und ich stehe hier nur rum. Schaut mal, das ist die Rampe. Da fahren dann die neuen Autos runter, wenn sie eben ausgeliefert wurden. So wie der hier zum Beispiel. Und jetzt kommt gleich auch noch einer. Jawohl, da ist der nächste. Und da drüben stehen immer die ganzen Zuschauer und schauen eben zu, welche Autos ausgeliefert wurden. Das ist natürlich total spannend. Und jetzt ist aber heute gar nicht so viel los, weil wir haben es ja unter der Woche. Und am Wochenende ist da natürlich immer wahnsinnig viel los. Ich bin mal gespannt, wann wir jetzt endlich hier runterfahren, weil meine Männer lassen sich das Auto wirklich ganz genau erklären. Gucken mal, was hier unten noch ist. Ah ja, genau, da unten ist dann der Zugang für alle. Und da ist dann eben die Ausstellung. Da ist es, unser neues Auto. Der Lassie macht schon Bilder, total süß. Und der junge Mann erklärt gerade alles meinen Männern. Der ist total sympathisch und voll kompetent. Manchmal frage ich mich echt, woher die das alles können und so. Aber gut, klar, das ist natürlich deren Job und Leidenschaft mit Sicherheit auch. Also für mich ist das ja eher nichts, das wisst ihr ja auch. Und ich warte jetzt einfach mal hier und mal schauen, was noch so passiert. Das erste Problem ist schon aufgetaucht. Das sind die falschen Reifen und Felgen drauf. Aber gut, ich denke, das wird dann unser Händler regeln. Und ja, mal gucken, was jetzt noch so passiert hier. So, könnt ihr das sehen? Gleich fahren wir hier die Ehrenrunde runter. Okay, Ehrenrunde. Los geht's, du darfst vorne sitzen. Schau, da drüben stehen schon die Leute. Und gucken. Doppelfies. Achso, du fährst noch mal eine Runde? Ja. Okay, mein Mann fährt noch mal eine Runde. Peinlich. Das macht doch jeder. Macht jeder? Ja. Guck mal, okay. Bentley. Was steht da, ein Bentley? Oh, oh, no. Natürlich. Warum fahren wir nicht mit dem runter? Der wäre fett. So, okay. Boah, die hätten jetzt meine Kinder auch gern gehabt. Boah. Aber das geht leider nicht. Oder der X6 davor, der hatte fette Reifen. Okay, der ging leider auch nicht, Schatz. Und der ist doch schön. Ja. Ein schönes Auto. Yay, jetzt geht die Rampe runter. Ich zeig euch das mal. So, das ist unsere Ehrenrunde. Und der Lassie snappt fleißig. Hui. Boah. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal von der Perspektive. Und zwar kommt man hier rein. Hier haben wir uns dann angemeldet. Und hier kann man dann eben alles anschauen. Hier ist die Ausstellung. Da ist mein Lassie. Und da oben, das hatte ich euch ja vorhin erklärt, da stehen dann die Leute. Weil von hier oben die Autos, die neuen Autos dann runterfahren. Diese Rampe, ne? Jetzt laufen wir hier noch ein bisschen weiter und schauen mal, was wir noch so entdecken. Da ist ein Lassie, sein neues Auto. Das gefällt dir, ne Lassie? 150.000. Kostet der. Echt? Ja. Oh, das ist dann doch ein bisschen zu teuer. Aber das sieht echt krass aus. Ja. Würde dir das gefallen, so ein Auto? Ja, also das Design ist Bombe. Echt? Also mir würde es nicht gefallen. Und übrigens ist es kein Sprit. Ah, mit Strom fährt es. Cool. Genau, wie der i3. Was ist i3, Schatz? Ah, das Ding da drüben. Ah, ich verstehe. So sieht Begeisterung aus. Schaut mal. Geht das auch? Ich habe keine Ahnung, Schatz. Ist eh abgeschlossen. Nicht, dass wir was kaputt machen. Lass es lieber. Ja, schnell weg. Schnell weg. Wir sind zwar gut versichert, ne? Jetzt fahren die zwei Brüder mal gegeneinander. So sieht es hier aus im Fahrsimulator. Oh Gott! Zeigt mal, was ihr könnt. Da haben die Spaß, ne? Oh Mann. Abbremsen, schön. Nein. Ich hatte euch doch in meinem letzten Vlog erzählt, dass unser Autohaus 50-jähriges Jubiläum hatte. Und wir sind tatsächlich mit so einem Auto gefahren. Also mein Mann ist das Auto gefahren. Ich habe gar nicht so drauf geachtet.
160.000 Euro kostet es. Und Alessandro gerade, ja Mama, das Auto kennen wir doch. Wir sind doch schon damit gefahren. Und ich so, what? Ja, Wahnsinn. Wer gibt so viel Geld für ein Auto aus? Verrückt. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Was ist das für einer, Schatz? 93.000. Wie viel? 93.000. Schnäppchen. Die Felgen sind aber schön. Die gefallen mir. Ja. Die auch? Was ist das für einer? Der gleiche. Ach, das ist der gleiche. Ja, die Mama hat voll viel Ahnung wieder hier. Lass mal gucken. Der kostet aber 106. Ja. Ist das dasselbe Modell, sicher? Modell auf jeden Fall nicht. Aber ein Touring hatten wir auch mal, das weiß ich. Okay, hier wäre jetzt mal was, was mir gefällt. So, ne? Das gefällt mir total gut. Aber hey, das kann ich mir nicht leisten, so ein Auto. Und der hat einen V12-Motor drin. Okay. Ja. Was bedeutet das, Schatz? Das ist der größte eigentlich. Ah, okay. Habt ihr das gehört? Das ist der größte Motor, sagt. Ah, da steht's. Meinst du das? Ja. Alle lachen, weil die Mama sich so null auskennt. Das sieht auch voll schön aus hier. Schau mal. Lassie setzt sich jetzt in den M6 Coupé. Was kostet der, Schatz? 170.000, glaube ich. 170.000? Ja, geht ja noch. Und wie findest du? Gut. Findest du gut? Okay. Schon. Wow! Oh, da landet gerade der Hubschrauber. Wir stehen im Stau. Und da ist wohl ein schlimmer Unfall passiert, leider. Ich glaube, das wird noch dauern, bis wir zu Hause sind. Leider. Wir dürfen endlich weiterfahren. Wir waren jetzt über eine Stunde gestanden. Da ist was ganz Schlimmes passiert, leider. Und jetzt geht's nach Hause. Ja, da ist das Auto. Oh je. Mensch, das ist immer so schlimm. Hoffentlich geht's den Leuten gut. Oh, da bete ich immer. Ich habe da immer so eine Angst. Ja. Also, wir haben jetzt noch einen langen Heimweg. Und ich würde sagen, ich melde mich dann morgen nochmal. Tschüss. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Neuer Tag. Tschüss, Snap. Wir sind gestern Abend super spät von München zurückgekommen. Es war der Stau des Grauens. Und es hat sogar noch geschneit. Ja, es hat sogar geschneit. Und dann gab es ja diesen schlimmen Verkehrsunfall. Mir geht es ja immer so, so schlecht, wenn ich sowas sehe. Das tut mir dann immer unglaublich leid. Und wir haben über 6 Stunden gebraucht, ne Schatz? Ja, ich glaube 6,5 Stunden. Ja, und normalerweise brauchen wir ungefähr 3 Stunden. Ja, und da waren wir erst nach Mitternacht zu Hause. Deshalb habe ich natürlich nicht mehr gefilmt. Wir haben euch mitgenommen in die BMW-Welt, weil ich gedacht habe, vielleicht kennt ihr es noch nicht, vielleicht wollt ihr einfach mal schauen, wie es dort so ist. Wir wollten natürlich keineswegs mit unserem neuen Auto angeben. Das wollte ich jetzt nochmal dazu sagen hier in diesem Video. Ich denke, ihr wisst das auch. Und wir hoffen, dass euch dieses kleine Follow Me Around in die BMW-Welt gefallen hat. Und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen, würde ich sagen. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.